Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier etwas zum Besten geben kann. Ich finde das ganz toll, was hier passiert an der Uni Erfurt. Also das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man sich mal anschaut, in welcher Tretmühle die Studierenden heutzutage angesichts vom Bachelor und was weiß ich da stehen, dass hier noch so etwas entsteht, finde ich ganz klasse. Ich war vor einem Dilemma gestellt, als diese Anfrage sehr kurzfristig kam, weil der eigentliche Redner krank geworden ist. Soll ich etwas über Wachstum erzählen? Wen es interessiert, da wird demnächst etwas in der Ecological Economics kommen, Englisch natürlich. Möglicherweise in einem Heft über die Growth, möglicherweise auch separat, weil es ein bisschen länger gedauert hat. Ich musste 4 Gutachter verschleißen. Das passiert manchmal, wenn man sich ein bisschen im heterodoxen Spektrum bewegt. Aber jetzt ist es doch etwas geworden. Wen das interessiert, wie gesagt, halten Sie mal die Augen und Ohren offen. Ich habe mich entschieden für ein ganz anderes Thema, das meines Erachtens auch im alternativen Spektrum noch unterbelichtet ist, aber von sehr großer Relevanz und auch in dieses Thema mit reingeht, nämlich etwas über Eigentumsrechte zu erzählen, und ich hoffe, dass ich dann ein bisschen Feeling für die Problematik heute erzeugen kann. Also zunächst möchte ich Ihnen eine Landkarte vorstellen und dann möchte ich das, was ich hier erzähle, mal an 2 Beispielen durchexerzieren, aber das sind nicht die einzigen Beispiele, es ist eine ganze Palette. Und am Schluss noch den Staat als Treuhänder des Gemeinwohls problematisieren. Das sieht jetzt erstmal ganz schlimm aus, lassen Sie sich aber bitte nicht hier aus der Fassung bringen. Was haben wir hier? Wir haben hier auf der einen Seite verschiedene Eigentumsformen, Privateigentum, Ausschließbarkeit, Commons. Sie wissen ja, Elinor Ostrom hat vor einiger Zeit hier einen Nobelpreis gewonnen mit einem Thema, das man bis vor kurzem noch verlachte in der Orthodoxie. Es gibt also doch einen gewissen Fortschritt, öffentliches Eigentum und schließlich den Open Access, also den offenen Zugang. Wenn Sie die beiden Spalten schauen, da haben wir hier zunächst etwas, was sind alles Güter, die sind schwer reproduzierbar, schwer ersetzbar. Hier haben wir Güter, die sind leicht reproduzierbar, leicht ersetzbar. Und ich werde Ihnen nachher vorstellen, dass wir hier ganz andere Mechanismen am Laufen haben. Die Wirtschaftswissenschaftler sind zunächst mal auf diese beiden hier gelb markierten Felder fixiert, die sogenannten unreinen öffentlichen Güter und die reinen öffentlichen Güter. Unreine öffentliche Güter, da haben wir zunächst mal Nicht-Ausschließbarkeit, das heißt, jeder kann darauf Zugriff nehmen, und aber Rivalität, das heißt, man tritt sich möglicherweise gegenseitig auf die Füße. Bei den reinen öffentlichen Gütern, da haben wir ebenfalls Nicht-Ausschließbarkeit, aber wir haben nicht Rivalität, zum Beispiel eine Lampe hier, ne? Wenn Sie darunter sitzen, dann nehmen Sie dem anderen nicht unbedingt das Licht weg. Ne? Okay, was ist das traditionelle Problem, das hier diskutiert wird? Da gab es einen Herrn Hardin, vielleicht haben Sie von dem schon was gehört, der hat so einen Spruch losgelassen, einen Satz in die Welt gesetzt, das war nicht nur ein Satz, sondern ein Aufsatz, nämlich von der Allmende-Tragödie, Tragedy of the Commons. Eine vollkommene Fehletikettierung, weil es keine Tragedy of the Commons war, sondern eine Tragedy of the Open Access. Um was geht's? Typischer Fall, wir haben eine Gemeinschaftsweide und jeder Bauer schickt seine Rindviecher drauf. Und weil jeder Bauer das so tut, droht die Weide irgendwann mal übernutzt zu werden. Nun gibt es auch vorsorgende Bauern, was denken die sich? Die denken sich, vielleicht wäre es gut, wenn ich mein Rindvieh von der Weide nehme, damit sich die Weide wieder erholen kann. Was denkt er sich aber auch? Daneben sind die anderen Bauernkollegen mit ihren Kühen. Und wenn ich jetzt meine Kuh da runternehme, meine Else, dann schicken die anderen ihre Trude drauf, damit die noch fetter wird. Also am Schluss ist da nichts gewonnen und ich habe sogar den Schaden. Also individuell dominierende Strategie. Ich lasse meine Kuh drauf und wir rennen alle sehends in den Untergang. Wir alle verhalten uns so mehr oder weniger, wenn wir zum Beispiel Auto fahren, ne, wir benutzen die Atmosphäre, wir denken, ja, wenn ich jetzt einstelle, dann fahren die anderen umso mehr, mein Gott, was soll's, also an mir wird das Wohl oder Übel der Welt nicht hängen. Das Problem, auf das wir hier aber kommen, ist die Übernutzung. Der andere Fall,
die reinen öffentlichen Güter, nehmen wir mal den Fall Wissen. Wir haben da einen Erfinder, der hat da so ein Labor im Keller, es dampft und raucht und kocht, ne? Er hat das alles privat bezahlt, hat da unheimliche Kosten am Laufen, ganz bleich im Gesicht, kommt nicht mehr an die Oberfläche, merkt auch nicht, dass seine Frau schon einen Freund hat und irgendwann entschwunden ist und so weiter und so fort. Aber irgendwann kommt er raus mit einer Blaupause, sagt, hallo, ich hab's erfunden, die Bratkartoffeln in Thun. Okay, kommt ein Kollege aus dem Fernen Osten mit dem Fotoapparat, ne, macht Knips, Knips, ne, und eine Fabrik auf und verwertet die Bratkartoffeln in Tuben. Was wird das Resultat sein? Unser Kollege aus dem Loch wird sich beim nächsten Mal denken, wenn er wieder eine Freundin hat, nee, wenn mir wieder ein Geistesblitz kommt, das mache ich nicht nochmal so, da setze ich mich lieber in den Biergarten und so weiter, ne, und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein, aber nochmal diesen Mist, der muss nicht sein. Was passierte nämlich? Der gute Mann hatte hier, systematisch gesehen, zwar private Kosten, aber er hat Nutzen externalisiert, also sozusagen an die Öffentlichkeit gegeben, ohne selber etwas davon zu haben. Problem, das wir ja haben, wenn die Leute entmutigt werden, unzureichende Produktion. Das Problem, das wir hier bei den unreinen öffentlichen Gütern hatten, war, wir hatten zwar einen privaten Nutzen, das war die fett werdende Kuh, aber die Kosten werden externalisiert. Gut, jetzt gibt es Leute, die sagen, das können wir doch ganz einfach in den Griff kriegen, nämlich durch Eigentumsrechte. Wir müssen schlicht und ergreifend gucken, dass Nutzen und Kosten gekoppelt werden. Wer also den Nutzen hat, muss auch die Kosten tragen. Das heißt, wir führen an diesen gefährdeten Dingern, sei es jetzt Weiden, sei es jetzt Blauwale oder was weiß ich, Eigentumsrechte ein. Was sind Eigentumsrechte? Wir reden über ökonomische oder über Eigentumsrechte in einer ökonomischen Perspektive. Da können Sie ein ganzes Bündel an Rechten definieren, also beispielsweise das Recht, wenn Sie ein Gut verkaufen, an seinem Wert zu partizipieren, das Recht, Früchte zu ziehen, also Erträge zu ziehen aus dem Objekt, das Recht, ein Wirtschaftsgut zu verändern und natürlich auch das Recht, ein Wirtschaftsgut zu nutzen. Dieser Mensch hier, das ist ein Jurist, aber auch ein Ökonom, also in den USA, bringt man das besser zusammen als bei uns. Herr Posner heißt er und auch andere, die haben sich tendenziell dafür eingesetzt, dass man Eigentumsrechte nach Möglichkeit so in ein Bündel packt und dann alloziiert. Der Herr Posner hat gesagt, ich mache es jetzt mal ein bisschen flapsig, wie kriegen wir die Sache in den Griff? Wir kriegen die Sache in den Griff, indem wir Ausschließbarkeit, also Eigentumsrechte, definieren und zwar universal. Das heißt, wie gesagt, flapsig, vom Blauwal bis zur Stubenfliege, alles, was man einigermaßen mit tragbaren Kosten mit Eigentumsrechten versehen kann, sollen wir auch mit Eigentumsrechten versehen. Und die Eigentumsrechte sollen, das ist die nächste Stütze, handelbar gemacht werden. Das heißt, wenn wir einen Rechtsanwalt haben mit einem landwirtschaftlichen Grundstück und auf der anderen Seite einen Bauern mit einem Grundstück in der Stadt, dann sollen die tauschen können, sodass der beste Wirt sozusagen den Genuss des Wirtschaftsgutes kommt. Kombiniert wurde das auch teilweise, das stammt jetzt aber nicht unbedingt von Herrn Posner, mit die Regulierungsstrategien. Bitte nicht verzweifeln, ob diese Grafik hier, es ist nicht so schlimm. Was macht man letztlich, wenn wir uns wieder die Landkarte anschauen? Wenn man dieser Strategie folgt, dann macht man aus den unreinen öffentlichen Gütern, beispielsweise Fischbestände, biogenetische Ressourcen, wie man es zum Beispiel im Rahmen von WTO-Abkommen TRIPS gemacht hat, oder auch Wasser, wie man das im Rahmen von WTO-Abkommen Langsamlöhr zum Beispiel im Rahmen des GATS-Abkommens gemacht hat, macht man dann private Güter. Man schiebt sie also hier rein. Oder reine öffentliche Güter, zum Beispiel aus dem Gut Wissen, macht man private Güter, schiebt sie hier rein oder man schiebt sie hier rein. Ich möchte dieses hier jetzt nicht zu thematisieren, dazu fehlt schlicht ergreifend die Zeit hier, die ich nicht habe, aber ist auch ein sehr interessantes Problem. Gut, interessant ist jetzt, dass
der Herr Possner und seine Kollegen davon ausgehen, Privateigentum führt eben zu Effizienz und jetzt keinen Unterschied machen, handelt es sich um reproduzierbare Vermögenswerte, wie beispielsweise Maschinen, Gebäude, Lastwagen, Anpflanzungen und so weiter, oder um nicht reproduzierbare Vermögenswerte, wie zum Beispiel Grund und Boden oder auch andere CO2-Zertifikate, auch nicht vermehrbar. Geld würde ich auch da reinstecken. Es ist aber ein kleiner Unterschied. Wenn wir uns mal anschauen, was passiert hier? Hier wird der Wettbewerb tätig mit verschiedenen Funktionen. Eine Funktion wurde insbesondere von den Ordoliberalen sehr in den Vordergrund gebracht. Das ist die Machtbegrenzungsfunktion. Und damit einher geht auch die Entkapitalisierungsfunktion, die man leider sehr selten in Lehrbüchern findet. Was meine ich mit Entkapitalisierungsfunktion? Stellen Sie sich vor, die Damen der Schöpfung fangen auf einmal an, auf rotkarierte Schottenröcke zu stehen. Jede Dame will einen rotkarierten Schottenrock haben. Muss sein, ist Mode. Jetzt gibt es einen Unternehmer, der kriegt das spitz und fängt an, rotkarierte Schottenröcke zu produzieren, macht natürlich einen Pioniergewinn. Andere denken sich, so schwierig ist das nicht, das kann ich auch. Sie treten also in den Markt ein. Was passiert? Der Pioniergewinn schrumpft ab, die Preise gehen auf ein vernünftiges Maß runter und das Angebot an rotkarierten Schottenröcken steigt. Am Schluss ist, wenn alles gut läuft, die Nachfrage und auch möglicherweise der Bedarf an rotkarierten Schottenröcken gesättigt und die Pioniergewinne sind wieder weg. So sollte die Marktwirtschaft funktionieren. Funktioniert nicht immer so, das wissen Sie genauso gut wie ich, aber gehen wir mal davon aus, es ist so und problematisieren das jetzt an dieser Stelle erstmal nicht. Was passiert denn hier, wenn hier eine Nachfrage entsteht, beispielsweise nach Grundstücken? Wenn eine Nachfrage entsteht nach Grundstücken, neue Nachfrage, dann steigen zunächst mal die Preise. Kommt es jetzt aber zu Markteintritten? Wohl nicht, sondern es steigen schlicht und ergreifend die Preise und auch die Bodenrenten. Das heißt, wenn Sie Boden vermieten oder verpachten an dieser Stelle, dann werden Sie viel mehr Geld dafür bekommen als sonst auch. Aber es wird keine Markteintritte geben, es wird kein Angebot geben. Es kommt schlicht und ergreifend nur zu einer Einkommensumverteilung. Was anderes passiert nicht. Und das ist schon sehr interessant. Der gute alte Kalle Marx, ist ein Kollege aus Trier von mir, aber schon ein bisschen tot, der hat aus diesem Grunde Vorbehalte gegen Eigentum gehabt, grundsätzlich gegen Eigentum. Er hat dabei einen kleinen Fehler gemacht. Er hat gemeint, es hat in seiner Spezies die Frühsozialisten gesteckt. Dieses Feld hier, insbesondere Grund und Boden, funktioniert nicht so besonders gut. Er hat es allerdings verteilungspolitisch motiviert, nicht besonders differenziert. Er hat gemeint, dann kann das auch nicht gut funktionieren. Also Staat muss ran. Der gute Herr Possner geht jetzt genau umgekehrt vor. Ihm geht es jetzt nicht um Verteilung, ihm geht es um Effizienz. Guter Spruch vorhin mit Effizienz so als Leitwert, wie das immer betont wird. Und er sagt, wenn das hier funktioniert, dann muss das ja auch funktionieren. Bisschen kurz gesprochen. Ich werde gleich noch weiter erzählen, warum. Das Problem ist schlicht und ergreifend, die Entkapitalisierungs- und Machtbegrenzungsfunktion des Wettbewerbs ist in diesem Feld nicht möglich. Und aus diesem Grunde ist das auch meines Erachtens das Feld, wo sich die meisten Probleme in unserer Wirtschaftsordnung abspielen. Das sind zum Beispiel Sachen wie Grund und Boden, Bienen, Wasservorkommen, Patente, Öl, Weizen, Reis, wo wunderbar spekuliert wird. Auch das können Sie nicht beliebig vermehren. Es sind beispielsweise auch CO2-Zertifikate. Das Problem haben wir noch nicht, weil die Märkte nicht richtig in Schuss gekommen sind. Ist auch nicht zuletzt Geld. Dennoch, die Philosophie heißt Kapitalisierung dieser Vermögensgegenstände und horizontale Koordination, das heißt Handeln. Das ist hier die Philosophie. Wozu das führt, möchte ich Ihnen jetzt an zwei Beispielsfeldern zeigen. Ich war selber in der Entwicklungspolitik tätig. Morgen mache ich auch einen Workshop dazu, zu diesem Thema, wo es vertieft werden kann. Das hier ist sozusagen die offizielle Lesart, wie Entwicklungspolitik und darin insbesondere Landreformen gemacht werden. Landreformen in der letzten Zeit in Entwicklungsländern wurden alle marktgestützt gemacht. Und